Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Valheim. Es hat sich ein bisschen was verändert, bloß dass ihr euch nicht wundert, ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass größere Mengen an Ressourcen sammeln und sehr, sehr monotone Arbeit, das werde ich einfach außerhalb des Let's Plays machen, damit es hier im Let's Play einfach ein bisschen spannender wird. Ich zeige euch mal, was passiert ist. Wir haben einerseits einen Zaun, den habe ich mal drumherum gebaut und ich habe hier den ganzen Boden etwas planiert, begradigt, wie auch immer. Es ist noch nicht perfekt, aber es ist erstmal soweit in Ordnung. Und ich habe Holz gesammelt, ohne Ende. Ich glaube, das sind über 1000 Holz. Ein so ein Ding hier sind 50 und ich glaube, das sind 21 oder 22, sowas die Richtung. Ich denke, das sollte jetzt erstmal demnächst reichen. Ja, ich glaube, solche Sachen werde ich dann außerhalb des Let's Plays machen, weil ganz ehrlich, das ganze Holz sammeln und den Zaun drum rumsetzen, das hat, glaube ich, schon 2-3 Stunden gedauert. Und dann 5 Folgen, einfach nur sowas, ist einfach ein bisschen langweilig. Deshalb, sowas werde ich außerhalb des Let's Plays machen. Alles andere machen wir dann natürlich im Let's Play. Ich werde jetzt auch ab und zu trotzdem mal noch Holz oder Pilze sammeln. Gar keine Frage. Aber gerade so längere monotone Arbeiten, denke ich, ist es schöner, wenn das dann einfach schon passiert ist. Ich habe hier bloß schon mal ein Fundament gesetzt. Das soll nämlich das neue Lagerhaus werden. Das alte, was hier drüben stand, habe ich weggerissen. Mir hat das einfach nicht gefallen. Das war einerseits viel zu klein. Da wären wir auch bloß wieder ein paar Folgen weitergekommen und hätten keinen Platz mehr gehabt. Und deswegen habe ich das weggerissen und hier ein Fundament gesetzt. Wir bauen das jetzt zusammen, weil das möchte ich dann doch gerne in den Let's Plays machen. Ansonsten ist nicht viel passiert. Ich habe hier noch ein paar Fensterscheiben. Oder naja, Fensterscheiben kann man es nicht nennen. Aber sagen wir Fenster. Reingezimmert und hier oben bloß noch die Balken dran, dass das ein bisschen schöner aussieht. Jo, aber ich finde, so sieht es doch schon mal ganz gut aus. Wir sind jetzt endlich geschützt, war eine heidene Arbeit, den ganzen Spaß hier zu setzen. Tor haben wir hier hinten, bin ich noch nicht so hundertprozentig glücklich mit. Müssen wir mal schauen, ob wir das später noch verbessern. Sieht halt noch nicht so geil aus. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt hier in der Folge das Bauernhaus. Bauernhaus sage ich schon, das Lagerhaus. Mal schauen, ob wir es in der schaffen, ansonsten noch die nächste und dann machen wir uns mal in den dunklen Wald. Denn dort gibt es Eisen und Zinn, was wir demnächst jetzt bald benötigen. Eine Sache noch, ich habe mal ein bisschen gegrillt. Wir haben jetzt hier die ganzen gekochten Sachen. Das dauert halt einfach auch Ewigkeiten. Das werde ich dann in Zukunft auch außerhalb des Let's Plays machen. Zumindest wenn ich es im größeren Stil betreibe. Wir schnappen uns einmal den Bauhammer und den möchte ich mir jetzt unbedingt mal auf die 1 setzen. Weil das ansonsten sehr unpraktisch ist. Hier machen wir den Bogen hin und dann das Ganze so. Gegessen haben wir, ausgeruht sind wir auch noch. Dann bauen wir uns jetzt hier einfach mal so ein Stack ab. Damit kriegen wir 50 Holz. Sollten wir zumindest eigentlich, aber ich glaube schon. Da 50 und hier 29. Jetzt leider schon wieder dunkel. Ich glaube wir hauen uns, obwohl wird es gerade hell oder wird es dunkel? Ah ja, es geht noch. Wir fangen jetzt nämlich mal an. Und direkt die böse Musik. Ich glaube, es wird hell. So, wir bauen hier alle 2 Meter einen Balken für hoch. Und dort, genau. Und auf diesen Balken setzen wir jetzt einmal 45 Grad oder 2x 45 Grad. Das ist jetzt gerade. Was macht er? Ach ja. So. Einmal. Zweites Mal. Und dann kommt das Ganze im 26 Grad Stil. Wenn wir es denn schaffen. So. Und ich glaube, einmal können wir noch. Genau. Und so wird das Ganze dann hier aufgebaut. Diese kleine Hütte, die war einfach viel zu klein und auch extrem hässlich. Ich habe mir da noch mal ein paar Ideen geholt, wie man hier schöne Sachen bauen kann. Und denke, so ist das doch auf jeden Fall eine Nummer schöner. Dann brauchen wir wieder 45 Grad Balken. Bin auch ehrlich gesagt sehr froh, dass wir jetzt hier diesen Zaun drumherum haben. Gott, was ist das?
Denn ich habe mir ein Let's Play von einem anderen YouTuber reingezogen. Und der wurde, also ein englischsprachiger, kannte ich jetzt vorher auch nicht. Ist auch egal, wer es ist. Hab mir den Namen sowieso nicht gemerkt. Aber da kam auf einmal eine Trollinvasion. Und da kamen auf seine Base 5, 6, 7 Trolle hintereinander, teilweise 2, 3 gleichzeitig auf einmal angerannt. Da bin ich dann doch froh, wenn wir einen Zaun haben, dass die uns nicht direkt unsere Hütte kaputt machen. So, jetzt lasst mich mal schauen. So. Und so. Das gefällt mir schon. Und dann könnten wir doch bestimmt rein theoretisch, genau, das Ganze noch so machen. Ich glaube, so sieht's dann cool aus. Das ist bloß das Feuer, oder? Seitdem ich das mit den Trollen gesehen habe, habe ich jetzt Paranoia ohne Ende. So, und auch hier wieder alle 2 Meter. Ihr glaubt gar nicht, wie viel Werkbänke ich hier überall hinstellen musste. Nur für dieses kleine Gebiet. Also ich finde, das ist doch schon ein bisschen klein bemessen. Wie viel man bebauen kann. Das hätte man meiner Meinung nach etwas größer machen können. Müssen wir mal schauen, dass wir die dann überall noch verstecken in kleinen Häusern. Beziehungsweise, wenn es einmal gebaut ist, können wir die prinzipiell auch wieder abreißen. So, dann setzen wir jetzt erstmal die. 1 und 2. So, irgendwas geht da draußen vor sich. Ich weiß nicht, was es ist. Wir bauen uns dann später definitiv noch eine kleine Erhöhung hier dran, dass wir über den Zaun drüber gucken können und notfalls mit Pfeilen unsere Basis verteidigen. Und hier. Und das. Ja, also Gebäude bauen wollte ich dann doch im Let's Play machen, weil das finde ich doch interessant. Fundament hatte ich bloß schon mal gesetzt, weil ich das zuerst gemacht habe und ich wissen wollte, wie groß ich den Zaun hier drumherum ziehen muss. Fehlende Voraussetzung. Naja, wir haben ja zum Glück genügend. Also ich habe echt den halben Wald hier gerodet. Wir müssen dann später mal wieder Samen setzen. Damit wir hier nicht irgendwann in einem komplett kahlen Waldstück stehen. Aber es geht noch in die Richtung hier hinten. Sehr viel größer soll die erste Base dann erstmal auch nicht werden. Also ich würde mir dann hier gerne noch eine kleine Schweinefarm hinmachen. Wir können ja Schweine züchten. Dann haben wir es nicht mehr nötig, im Wald suchen zu gehen. Bin jetzt am Überlegen, aber wir kriegen das eigentlich auch ganz gut von hier unten hin, ne? Naja, ganz gut ist relativ, aber so geht's. Ist jetzt noch nicht das Stabilste, da müssen wir dann eventuell in die Mitte nochmal ein paar Stützbalken reinballern. Das passt. Das nicht. Ich glaube, das sind bloß Wildschweine da draußen. Mehr ist es gar nicht. Das hält jetzt nicht mehr? Aber warum? Bei den anderen hält es doch auch. Ist der hier nicht blau? Ah, der ist nicht blau. Alles klar. Dann nehmen wir uns eben das Ding hier. Wir haben keinen Stein, verdammt. Steine war ich noch nicht groß sammeln. Ich habe auch ein bisschen was gebraucht, um den Boden hier zu ebnen. Ich hoffe mal, dass wir noch welche haben. Nein. Nein. Feuerstein ohne Ende. Nö, natürlich nicht. Mach euch mal eine Fackel an. Und dann müssen wir halt nochmal kurz raus ein paar Steine uns krallen. Hab jetzt auch rausgefunden, wie wir unsere Eiktür-Spezialfähigkeit aktivieren mit der Taste F. Geht das? 5 Minuten Hälze, 20 Minuten Abklingzeit. So, haben wir denn hier mal irgendwo einen Stein? Dass ich natürlich genau das Instrument oder das Werkzeug, was wir zum Steine abbauen brauchen, weggepackt. Ich bin manchmal so schlau. Ach nein, geht auch nicht gleichzeitig. Brauchen wir beide Hände für. Was macht er denn jetzt?
Ich weiß leider noch nicht genau, in welchen Regelmäßigkeiten solche Angriffe auf die Heimatdörfer, auf die Basisstation stattfinden. Wir hatten es bis jetzt nur einmal, als Eiktür seine Kreaturen versammelt hat, aber das war ja nun wirklich nicht der Rede wert. Ich hoffe einfach mal, dass das nicht mehr so oft vorkommt. Lasst uns hier eben den Boden hochziehen. Dann ist das nämlich auch blau. Und jetzt gehen wir doch mal schnell schlafen, dass wir hier nicht die ganze Folge im Dunkeln verbringen. Ist halt immer ein bisschen anstrengender dabei zuzuschauen. Hey, jetzt gehen wir ins Bettchen. Sehr gut. Ich habe jetzt hier erstmal 4 Truhen reingebastelt, weil irgendwo musste das ganze Zeug ja hin. Du rennst erneut deinen Kriegern voran, während du die schwere Axt deines Vaters in den Händen spürst. Als du erwachst, hast du einen Kriegsschrei auf den Lippen. Was ist das? Macht mir Angst. Tag 21, ja, ich habe ein ganz paar Tage gespielt, um das alles zu sammeln. Aber es sind jetzt anscheinend bloß so Sprüche beim Schlafen, okay. Ich dachte schon, es kommt irgendwas Böses auf uns zu. So, dann den Balken einmal drehen. Hier drauf und da drauf. Hä? Wieso denn das? Ach, das ist auch nicht auf dem Grund und jetzt haben wir bestimmt wieder nicht genug Stein. Ich packe jedes Mal das Werkzeug weg, was wir brauchen. Obwohl, nein, habe ich nicht. Ich nehme es zurück. Das war klar. Das ist ein Stein dort. Eigentlich schon, aber wenn ich den kaputt haue, machen wir wahrscheinlich unser Haus mit kaputt. Wir müssen doch nochmal schnell Stein sammeln. War es doch nicht umsonst, dass ich die Steinaxt gerade rausgeholt habe. Mit Schweinis. Euch holen wir natürlich. Züchten möchte ich euch natürlich auch noch. Ach Mist. Geh weg. Komm her. Leder und so weiter. Können wir da dann genügend sammeln. Also Grauzwerge und Gräulinge. Waren echt ohne Ende da, als ich hier Holz gesammelt habe. Also Harz und so weiter haben wir wirklich genug gesammelt. Ansonsten waren es bloß ein paar Wildschweine, die zwischendurch mal noch genervt haben. So, jetzt lasst uns gleich mal hier ein paar mehr kaputt hauen. Wer weiß, wie viel wir noch brauchen. Zieht halt echt viel Ausdauer ab. So, gut. Den einen noch und dann gehen wir wieder rein. Dass wir das Bauernhäuschen, ich sag immer Bauernhäuschen, das Lagerhäuschen fertig kriegen. Gut, haben wir. 9 Steine müssten wir, glaube ich, jetzt in der Tasche haben. Aber es nimmt schon immer mehr Gestalt an. Also gerade der Zaun macht viel aus, finde ich. Das sieht schon eher nach einem kleinen Dörfelein aus. Und ich denke mal, dass unser Lagerhaus hier doch ziemlich, ziemlich geil werden könnte. Schilder können wir ja mittlerweile auch schon basteln. Ich glaube schon relativ lange. Das ist jetzt blau. Der Balken ist grün. Jetzt ist er blau. Wir lassen es erstmal so. Dann können wir auch schön Schilder dran machen. An unsere Zäune. Was ist denn heute los? An unsere Truhen natürlich, dass wir auch wissen, was drin ist. Ne, der war verkehrt. Das sieht irgendwie auch nicht so ganz richtig aus. Aber so passt es. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt mit dem Kreuz nur vorne und hinten machen. Ich glaube, sehen tun wir sowieso bloß vorne und hinten. Aber der Vollständigkeit halber. Basteln wir es überall rein. Und uns fehlt schon wieder Holz. Na, zum Glück waren wir so viel sammeln. Das hätte sich sonst ewige Folgen gezogen, wenn ich jedes Mal bloß 3-4 Bäume hätte gefällt. Wieder ein Stück gebaut. Das muss ja nicht sein.
Na? Und so. Dann haben wir hier doch schon mal ein Grundgerüst. Hier vorne kommt dann die Tür rein. Müssen wir mal schauen. Wenn wir uns jetzt hier Dings nehmen. Achso, Moment. Ich wollte eigentlich noch... Das habe ich ganz vergessen. Das so weiterführen, weil ich glaube, das sieht ganz cool aus. Ja, das gefällt auf jeden Fall. Und vor allem ist das alles blau. Hätte uns wahrscheinlich schon gespart, hier den Boden zu erhöhen. Oder auch nicht, wer weiß. Aber es macht das Ganze auf jeden Fall noch etwas stabiler. Ach, was mache ich denn? Mein Hammer kaputt. Wie er sich immer aufregt, ne? Wenn sein Hammer kaputt ist. Vielleicht könnte man auch vertragen, rein damit. Und einmal schnell reparieren. Schade, dass wir die Fackel nicht reparieren können. So, einmal hier dran. Einmal hier. Und dann haben wir die auch alle dran. Dann können wir nämlich auch besser das Dach hier dran befestigen. So, jetzt einmal so und so. Dann nochmal so und so. Und das machen wir jetzt erstmal in allen Richtungen und dann bauen wir uns kleine Leitern dran, dass wir den Rest dann oben noch machen können. Und dann können wir hier alles voll mit Runen schmeißen und haben nie wieder Platzprobleme. Fehlt uns schon wieder Holz, ja. Zumindest nicht für die nächsten, weiß ich nicht, 20 Folgen. Früher oder später wird auch das mal knapp werden. Das sieht nicht so richtig aus, jetzt aber. Also ich glaube, das ist definitiv ein sehr solides Konstrukt. Da haben wir was Ordentliches gebaut. Weiß nicht, ob es noch coolere Eingänge gibt als das Tor da vorne. Viele bauen sich da noch einfach Bretter dran, dass sie rausspringen und reinspringen können, ist natürlich auch eine Möglichkeit. Finde ich aber ein bisschen unpraktisch. So ein kleines Tor ist doch eine schönere Sache. Aber wenn man einmal die Materialien hat und so eine Grundidee, wie man es bauen möchte, geht es eigentlich doch relativ schnell. Kleine Verbesserungen können wir später natürlich immer noch vornehmen. Das frisst aber eine ganze Menge Holz, ne? Also zwei kostet so ein Dings bloß. Da müssten wir doch... Sammeln hier doch jedes Mal 50 ein. Müssten wir doch 25 so eine Teile setzen können. So, das haben wir. Sehr cool. Dann jetzt hier. Wir machen einfach mal so. So. So, man kann die auch reinsetzen. Dann so hier, dann sieht das nicht ganz so radikal aus, aber ich möchte es ja eh nicht dauerhaft drin lassen. Also können wir es auch erstmal auf die unschönere Art und Weise machen. Dann brauchen wir 26 Grad. Nicht, wie viel hat denn das Holz? Ist doch 26 Grad. Achso, wir sind einfach nur falsch rum. Irgendwie sieht es nicht richtig aus. Nee, wir sind noch... Ach, ich habe eins zu wenig gesetzt. Ich Vollidiot. So natürlich. Und dann können wir das 6, aber dann machen wir erstmal noch schnell hier. Und dann nehmen wir natürlich das 26 Grad Dach. Das hat nämlich immer 26 Grad, egal ob Winter oder Sommer. Ist das richtig? Sieht richtig aus, oder? Hält das? Ah, es wird dann knapp. Aber es hält noch. So, sehr gut. Einmal hier rüber auf die Leiter. Wieder das Dach gewechselt.
Und dann kriegen wir das doch hin. Wir sind leider schon wieder an einem Folgenende angelangt. Es geht immer so verdammt schnell hier in dem Spiel. Es tut mir leid. Aber in der nächsten Folge sollten wir das hier definitiv fertig kriegen. Und dann geht's auf in den dunklen Wald nach Zinn und Eisen gucken. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.